Kann er auch baden? Moment, wie hat die denn da drin gebadet, bitte? Geht ja gerade mal. Ach doch, geht. Ist doch ein bisschen höher. Na gut. Was? Au, sagt er? Ach, Geralt, du bist mir schon ein Held. Okay, bis gleich, Stefan. Boah, dann gehen wir mal zu der Höhle. Ist das schön. Momentchen mal. Mit Zeitstempel ist der Twitch-Chat doch irgendwie netter. Komm ja, schon, Plätze. Gucken, ob wir wieder irgendwelchen Bösewichten begegnen unterwegs. Zumindest sind wir zu blöd, geradeaus zu reiten. Ach, wir gucken gleich mal, wenn wir eh schon kurz raus sind aus der Quest. Huch! Nur bei Dunkelheit. Ja. Hanna aus den Wäldern. Hört, hört. Teufelsbrut. Buße. So ist gut. Sehr gut. Mein Rückgrat bricht gleich in zwei. Dann leg dich lieber hin. Oh, fuck it. Nee, komm. Schnell, weiter. Oh, ist nur ein Gegner, ne? Also ein Mistvieh. Wollen wir es versuchen? Moment. So. Quen. Und Igni. Macht dem gar nichts. Drecksvieh. Vergiftet. Mistvieh. Blödes Mistvieh. Die Vergiftung aufgehoben. Schnell was dagegen tun. Ja, na komm her. Drecksvieh. Was jetzt, du Dreck? So, wieder vergiftet. Aber wir haben das Vieh geschafft. Kleines blaues Mutagen. Was auch immer uns das bringen wird. Oh, immer rein damit. Na komm. Los, lauf! Wie viele Wildtiere hier rumlaufen? Schon nicht verkehrt. Oh, oh. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Willkommen zurück, Stefan.
Jetzt springt er mal. Ach, der Plötze aber auch. Lauf, Plötze! Nägel. Waffenreparaturset, sehr schön. Irgendeine Klinge. Gucken gleich mal, was das für eine Klinge ist. Oh. Jupp, das gefällt mir definitiv besser. Schön. Schön, schön, schön. Schön. Ja. Da bist du ja. No. Können wir los? Ich würde diesen geheimnisvollen Elfen gern kennenlernen. Bin gespannt, ob ihr zwei euch verstehen werdet. Ich will ja nicht mit ihm ins Bett. Ich will ihn nur zu Ciri befragen. Nee, Stefan, hatte ich nicht. Na los! Vella Glan! Mann, die hat's aber eilig, die Gute. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt... Ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Na komm, mach. Sei nicht so feige, Schätzelein. Fertig. Folge mir. Oh Mann. Folge mir? Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayla jetzt ist. Ja, ich mich auch. Na, ihr dummen Drecksviecher. Na, komm zu mir, komm zu mir. Keine Lust, jetzt die Armbrust auszurüsten. Wenn ich ehrlich bin. Der hat nichts für uns, der da auch nicht, aber der. Toll, wir müssen schwimmen. Das ist jetzt aber unschön. Also tauchen. Wie mir scheint. Es ist dunkel. Puh. Gut, dass der extrem große Lungen hat. Haben wir nicht irgendwie eine... Wir haben noch eine Fackel, ne? Was sind die? Nützliches. Okay, wir haben davon nur noch eine Bombe, aber das ist ja nicht so schlimm. So, wie wählen wir das jetzt aus? Das war's nicht. Und das auch nicht? Ich trottel.
Nö. Ah. Natürlich. So. Diese Steuerung. Nee. Darf ruhig anbleiben. Es war nur einer und der hat Geister, oder was? Ist ja krass. Bisschen gruselig. Ich will hier raus. Gänsehaut. Ah, naja. Das gefällt mir hier gerade überhaupt nicht. Oh, ist das mies. Drecksvieh, Drecksvieh. Nein. Das wollte ich doch. Ah, Brot haben wir auch noch. Och, ich bin so heldenhaft doof. Danke, Stefan. Wasser bringt uns ganz, ganz langsam was. Und das auch nur ein bisschen. Ich fürchte, wir haben bald nichts mehr zum Schnabulieren. Wenigstens haben wir mal Licht angemacht. So, ich trau hier niemandem mehr. Okay, so. Hä? Lilas, geh auf! Lilas! Geralt! Ich bin unterwegs. Ja, Stefan, hab ich auch schon gemerkt, aber irgendwie drücke ich immer wie bekloppt auf die A-Taste, weil bei dem Controller hier die A-Taste nicht wirklich funktioniert. Geralt, tu doch was! Sie krabbeln auf den Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Ja, schön. Ich mag Ratten auch nicht. Aua. Wo ist denn das? Aua, Mistvieh. Weißt du, was für Krankheiten wir übertragen? Aua. Ich mag Ratten auch nicht, aber was soll ich denn machen?
Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Du könntest mir auch mal sagen, was ich hier machen soll. So. Tipp von Zeichen oder Bomben. Na gut, gucken wir mal, welche Zeichen. Schutzschild, magische Falle. Suchen wir das mal. Gut. Weißt du, was für Krankheiten die übertragen? Puh, danke. So. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung, aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Brav. Vella Glan! Nun? Oh, man kann ja mal sammeln. Was? Valvette, Larena Lunette. Das ist der Elf. Arvert van Gledif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Eine was? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Praktisch. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Ja. Naja. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe mich als Morchel auch so erkannt. Er hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen sechs Viehen hat, als er gerade gelernt hat. Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Kommt weiter. Schön, dass sie uns hilft. Nee. Oh, ist das mies mit dem ganzen giftigen Dampf da.
Gemein. Ja, ist beim Kämpfen aber nicht ganz so einfach, da Abstand zu halten, Stefan. Oder ich bin einfach zu blöd dazu, das kann natürlich auch sein. Naja, mal gucken. Aber gemein ist es schon. Na dann, versuchen wir es nochmal. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm, halt. Nur dann. Oha. Oh, sehr schön. So, mal gucken, ob wir das noch finden. Ja. Finden wir? Ach, nö. Boah, Drecksvieh. Boah, fuck it. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ach, Manu. Ist man fröhlich am Looten und dann sowas? Ja, Stefan, irgendwann kriege ich es bestimmt hin. Es sei denn, der Controller fliegt vorher in den Fernseher. Oh, die Ladebildschirme sind aber auch ewig lang. Das gibt's doch nicht. Das für die Xbox, so, wo die Spiele zwangsinstalliert werden müssen, das finde ich ein bisschen unschön, ehrlich gesagt. Nun gut. Dann eben nochmal. Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Ja, Stefan, dachte ich mir, dass hier Vorsicht. Außer Vorsicht keine anderen sinnvollen Tipps gibt. Schade eigentlich. Ich habe die irgendwie auch so geh links oder rechts lang, das wäre gut, erzählt, aber ist ja überall so ein Scheiß. An solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handel. Komm weiter. So. Eins von diesen Viechern hätten wir. Bitte, du dummes Vieh! Boah. Sehr gut. Boah. What the fuck? Keine Chance. Oh, ist das mies. Ey, diese dummen Viecher. Wie viel gibt's denn von denen da? Ja, das mit dem Gas, dass das wiederkommt, das habe ich im... Da, wo ich die Ertrunkenen ein bisschen farmen wollte, habe ich das schon gemerkt. Da, wo der Schatz war. Dann bei Weißgarten da in der Nähe. Da kam der ja auch immer kurz danach wieder. Naja. 3 bis 4 fühlt sich an wie 10. Von diesen Viechern. Naja. Mal gucken. Ein alter
Alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Tja. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wizimir hat mir mal erzählt, dass er Igni ein solches, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm weiter. Ja, komm her, du Mistvieh. One to go, hoffe ich. Auch erledigt. Schnell hier weg von dem blöden Gas. Ist nämlich gerade wiedergekommen. Müssen wir was essen? So, ich hoffe, das war's jetzt. So, der hat noch was für uns hinterlassen. Der auch. Und der da auch. So. Danke für den Hinweis, Stefan. Irgendwie habe ich zu viel Vertrauen in ins automatische Speichern, habe ich das Gefühl. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Oh, na gut. Dann speichere ich hier lieber nochmal. Dieses Sammeln immer. Und er hört sowas. Finde ich gut, dass die Fackel dabei ausgeht. Dass er die sogar komplett wegpackt. Na, kommst du hoch, Fräulein? Ja, sie schafft es. Moment, Moment. Aha. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen gelohnt, oder? Ja, vergleichen. Verbrennenresistenz, das hätten wir vielleicht vorher gebraucht. Egal, ziehen wir mal an. Schön. Ja, Stefan, da hinten gab es da sehr gutes Zeug. Weil da ist ja dieser komische, doofe Rauch. Gehen wir nochmal zurück. Ja, hat er sich einen Zeh gebrochen wieder mal. Der große Geralt. Nee. Ist so typisch. Gibt es bestimmt noch mehr Zeug, aber ich irgendwie. Verspüre ich wenig Lust, da hinten hinzugehen. Na, hops. Und nochmal. Madame bleibt lieber hier oben stehen. Oh, ich glaube, wir sind besoffen.
das ist ja eine gute Voraussetzung. Ich glaube, wir haben Wein oder sowas ausgerüstet. Weil wir nichts anderes mehr haben. Gucken wir mal rüber. Steht nur regeneriert Vitalität. Hui. Tut's aber irgendwie nicht. Ja, irgendwie sollte ich vielleicht auch das Mikro anlassen, wenn ich reden will. Naja. Ja, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht hin. Da habe ich echt keinen Bock drauf, Stefan. Das, nö. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Immer mit der Ruhe. Ich habe ein Level up. Bleib stehen, Fräulein. Ach, Frauen. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Ja, toll. Vella Glar! Was? Moment, bleib doch mal stehen, Fräulein. So, ich würde sagen, wir hauen dann hier nochmal was rauf. Meisterschütze. Starker Angriff, den habe ich gerade genutzt, den. So. Das brauchen wir nicht. Da will ich dann doch lieber das hinpacken. Weil das, der auf den Bonus ist gerade mal eben was draufgesetzt. So. Ein paar Zutaten, würde ich sagen. So. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus.